So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur heutigen Folge. LS29. Wir sind auf der Land of Italy und wir sind. Mensch, wer hat das Licht angemacht? Mist, an meinen Weinreben hängen hier irgendwelche pilzartigen blauen Auswüchse. Das sind die Ledermäuse, die wir jetzt überrascht haben. Das ist hell. Schnell, wo ist meine Giftspritze? Ja, wir sind auf der Land of Italy unterwegs. Familie Raftsa natürlich. Wer sonst? Wir sind immer noch im Livestream. Freitagabend. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut bei uns. So. Schön einlagern das Zeug. Du hast jetzt deine ganzen Ballen gefunden. Jetzt suche ich die erst noch. Jetzt ist der Tag. Hey, weiß ich nicht, hast du Neverending Story im Ballen suchen, oder? Das sag ich doch. Ich habe ohne Ende Ballen gehabt. Was waren denn das für Ballen? Heu. Ah, die brauche ich nicht. Heuballer. 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 Heuballer, balla, bidu, balla, badadidu, dadadadam, dadam, dadam. Haben wir da alles? Kann das sein, dass der Weißwein länger braucht? Ja. Leonard? Ja. Ja, aber jetzt spulen wir nicht nochmal. Hast du nichts zu tun? Ich habe jetzt wieder was zu tun, ich muss die Felder ernten. Komm jetzt, hör auf. Mein Wiese ist wieder erntereif. Ich hole mir mal was zu trinken. Ich habe gerade die Ballen geholt. Es ist schon wieder frei. Man kann schon wieder ernten. Also, ich muss erstmal meine drei Felder erstmal runter, wie, man. Alles gut. Ich kann endlich was tun. Skiffy? Ja? Kann man deine Schafe leihen? Was ist mit denen? Ob man die ausleihen kann. Für was? Ja, hier zum Mähen. Ich hätte hier eine reife Wiese. Warte, ich muss mit meinen Zicken rumreden, ja? Mach mal. Ich habe zwei reife Felder. So, wo seid ihr denn? Also. Ja, wo seid ihr denn? Ich habe mich ganz schnell versteckt. Zu den Kühen? Nee, ne? Verstehe ich voll und ganz. Nein, die Zicken wollen nicht und die Schafe auch nicht. Warum nicht? Der Kuhhof stinkt ihnen zu sehr. Ja, gar nicht im Kuhhof. Im Feld. Bestes Feld hier. Grüne Wiese. Warum seid ihr eigentlich immer so bass zueinander? Gell, ich weiß auch nicht. Und deine Kinder halt, ich weiß auch nicht. Ja gut, doch verstehe ich ja noch. Nein. Wir sind ganz lieb, das ist Familienliebe. Eigentlich haben wir uns doch alle lieb. Eigentlich. Diese eigentlich Schweine, erst kaputt. Vermieten sie mir einen Traubenernter und dann ist die Tür zu. Dass sie noch eine Stunde extra aufschreiben können oder so. Kannst du meine Schweine nicht so bass behandeln? Ich kenne nichts dafür. Geht ja die Batterie kaputt. Die Batterie geht ja sonst leer. So, ich glaube, ich habe alle. Die Mauer muss weg. Die Mauer. Genau die. Aber zum Shop. Ja, das heißt, du zahlst jetzt einmal für eine Stunde umsonst einmal. So, Rollen eingeholt. Häkchen. Sehr schön. Heute mache ich lauter Haken an meiner Liste, du. Ja, damit eine neue Liste aufgebaut werden kann, ne? Ja. Ernte, ja, hast du nichts geschafft. Düngen, noch nicht. Ich arbeite wie ein Verrückter hier. Gesagt, beim letzten Mal hast du noch nichts geschafft. Natürlich. Ja, beim letzten Mal gesagt, da habe ich nichts weitergebracht. Weizen ist im Wachstum. Mais im Wachstum. Das passt. So. Schauen wir mal, ob das so will geht. Will nicht irgendwie heute mal die Geräte hier alle veräppeln? Ja. Das ist unser Ansehen, ja. Das haben wir vor. Hat's geklappt? Boah, schaut das witzig aus. Mir rinnt da ein bisschen was durch den Boden durch. Bisschen was? Ja, es ist mir, wenn du mit einem Anhänger, wo Big Packs drauf sind, über den Abladepunkt fährst, dann rinnt das einfach raus. Hab ich denn noch Mineralfutter eingelagert? Steht da nicht. Beam. Wieso steht eigentlich mein Anhänger mir da im Weg? Weil du ihn da hingestellt hast. Mhm. Du musst
Eben. Ich muss mir eine Liste machen, glaube ich. Also ich weiß, was ich einlagere. Was ist das? Ja. Sonstiges. Das sind sonstige Paletten eingelagert. Ist immer gut, wenn sonstiges steht, weil was ist denn eingelagert bei sonstiges? Paletten? Na, sonstiges. Ja, sonstiges. Das ist eine tolle Angabe, sonstiges. Ja, jetzt kriegst raus, sonstiges. Ach, da vielleicht gucken. Palette, Saatgut, Weizen, Saatgut, Mineraldünger, Chatreau. Chatreau, was ist denn das? Das ist die Mischung zwischen Stroh und Wein. Chatreau, ne? Chatreau. Also. Verstehst du nicht. Das versteht bloß ein Gourmet. Du magst mir jetzt einen Wolf aufbinden, dass du einer bist. Was? Ein Wolf? Nee, ich will dir nicht einen Leonard aufbinden. Hab ich nicht vor. So, dala. Was Scheufälle bräuchte noch? Haben wir Scheufälle? Welche Scheufälle? Scheufälle. Also so eine. Eine Schaufel. Eine Schaufel halt. Was ist eine Schaufel? Ach ne, das habe ich nicht zur Verfügung. Ich habe eine. Eine Schaufel. Eine Schaufel. Wegen mir eine Schaufel. Irgendwas zum Schaufeln. Eine Schaufel kannst du haben. Alles da. Alles da. Oh. Ja, warum fragst du dann? Na, irgendwas muss man ja reden. Achso. Wie war das? Wir sind alle hochkonzentriert und arbeiten. Echt? Wann war deine Worte? Echt? Weiß ich von nichts mehr. Wenn solche klugen Sätze von mir gegeben habe. So echt wie unecht. So. Da passt ja gar nichts rein, die Schaufel. Mal größere Schaufeln? Beim Händler, der hat so viel, dass es verkauft. Ja, aber eine große halt. Im Wachstum Weizen, Hake. Ich brauche schon eine Hake. Was ist denn jetzt los? 2300 Liter Schaufel. Ja, die ist besser. Ist das eine Hake? Ich gebe dir eine Hake. Ich hoffe, das ist eine Hake. 15.500. Boah. Mit der Hake, jawohl. Das ist nichts für arme Leute. Was? Für was brauchst du denn eigentlich eine Schaufel? Stroh brauche ich. Was? Wofür ich es brauche? Ja, für meine Mischmaschine. Aus der Schaufel? Ja, für meine Silage. Aus dem ja, Silo rausschaufeln. Achso, ja, das kannst du mit so einem, mit einer Silagegabel auch machen. Output Area hier. Heu, Chatreau. Muss ich mir da Feldinformationen kaufen, dass ich das hier. Ich hab doch die Feldinformationen, wieso sind wir das mit dem Unkraut nicht? Du weißt noch nicht angezeigt wird, wenn du es frisch machst. Wenn ich was frisch mache. Wenn du noch kein Unkraut drauf hast, zeigt er dir das nicht an. Ja, wer sagt mir, dass ich nur mal mit der Hake arbeiten kann? Und wenn ich nur mal mit der Hake arbeiten kann, dann muss ja schon was drauf sein, oder? Zeige das falsch. Das ist quasi präventive Arbeit. Das siehst du vorher noch nicht. Weil ja kein Unkraut da ist, aber wenn du das glaubst, schon bei machst. Bei mir ist ja Unkraut da. Dann kommt schon gar keine mehr. Ich habe ja hier Unkraut schon drauf. Ja, dann musst du pflücken von Hand. Ja, eh, aber ich sehe ja nicht, wo es ist. Achso. Du willst doch wissen, dass du drauf hast, wenn du es nicht mehr siehst. Ja, wenn ich vorbeifahre, sehe ich, da habe ich vorher nicht das ganze Feld ab zum Haken, oder? Und außerdem weiß ich, sieht man nicht, wo man schon war und wo nicht. Das ist richtig. Da hilft GPS.
Ja, das hätte ich auch im Angebot, aber... Ich muss gleich wieder düngen. Achso, der hat nicht... Du kannst ja... Ach, schon wieder den falschen Weg genommen. Für Götter hier, ich hier an dir, sag's euch. Was, Kiffi? Was denn? Guck dir das an, wie ich hier an dir. Ja, ist doch schön. Mit meinem Ballen und meinem Kubota. Reine Handarbeit hier. Mache ich schon die ganze Zeit. Ich auch. In allen Projekten mache ich Handarbeit. Ich nicht. Das wäre ein bisschen zu viel, ne? Mhm. Für zwei Mäuse. Jetzt würde sie vorne und hinten nicht ausgehen. Ne, definitiv nicht. Da müssen wir eher größer denken. Ja. Ich wie kleine Mäuse. Kleine Mäuse, die die Welt erobern wollen, müssen wir denken. Das ist euer Problem, nicht meins. Das sagst du? Wo kannst du dein Problem werden? Nee, ich bin nicht bei euch auf der Karte, nur hier. Das Geschiss hat nur keiner gesagt, dass du nicht herzlich eingeladen bist. Ja, ja, es liegt glaube ich daran, weil ich immer viel gerne selber mache. Aha, so einer bist du. Bist du ein Selbermacher? Mhm. Ich finde diesen Landini, der da so mitten im Weg steht, richtig kacke. Ist nicht meiner. Ich hab keinen Landini. Auch kein Landini, ich habe nur meinen McCorp. Hm? Stimmt ja, Schmalspurtraktor. Richtig. Ja. Er steht nämlich mitten im Weg. Ja, ist doch richtig. Die immer schön im Weg verbauen. Was er kommt endlich zur Ernte. Ich vermute mal, das wird unserem Gourmet-Bauern hören. Genießt so ein Gourmet-Bauern. Genießt er gerade seine Träubchen? Ich glaube, der wartet auf seine Ernte gewinnt. Weißt du, er liegt jetzt gerade so unter einer Rebe und wartet, wie die schön reift, vor sich hin reift, oder? Na, die ist ja schon reif, aber er wartet ja, dass er sein Gerät auch vom Shop abholen kann. Achso. Aber wir konnten. Wie lange hast du denn jetzt gewartet, Rolf? Ja, können ja ein bisschen schneller vorspulen. Ich wollte gerade sagen, warte mal. Och, das ist ja kein Problem. Er kann so, ja der Shop arbeiten. Ist offen. Was? Der Shop macht auf. Freiheit. Wie jetzt schon offen? Jetzt überfällt er mich. So verdammt, können wir die Zeit wieder zurück dran. So, oink, oink, ihr Schwänchen. Jetzt werd mal fett. Und groß, dass ich euch verkaufen kann. Ich werde euch verkaufen. Wo habe ich eigentlich Stroh eingelagert? Das würde ich mir gerne wissen. Ja, du musst dich auf deinen Hof auskennen. Was Problem in der Geschichte, gell? Du wusstest, ja, irgendwo ist ein Problem. Ich habe meine Ordnung auf dem Hof. Ich habe auch meine Ordnung auf dem Hof, aber ich weiß ja da nicht, dass ich Stroh eingelagert habe. Ist das keins eingelagert? Ah. Wie krank ist denn das?
ihr bei den Schweinen 14.112 Liter Stroh drinnen im Stall. Okay. Im Lager habe ich 14.112. Das sagt mal jemand, jetzt nicht abgeglichen. Mhm. Also das heißt, ich gehe mal von aus, dass das mein... Ja. Oh. Da ist auch kein Strom mehr drin. So, was brauche ich denn jetzt? Nicht? Schauen Wasser wir haben die auch nicht. Die arme Tiere. Mais und Weizen braucht man. Wann kann man das zukaufen? Nein. Du kannst es aber so kaufen, im Shop. Ja, das meine ich ja gar nicht, das zukaufen. Ja, Schweinefutter kann ich gesamt kaufen. Weizen kann ich kaufen, aber Mais nicht. Hat keiner von euch Mais? Nee. Nee. Angebaut. Hab ich's inzwischen. Ohoho. Entschuldigung. Ja, das hab ich auch. Ist so. Kann sich auch nicht ändern. Für was waren die Metallkomponenten nochmal? Wer braucht die? Was für ein Ding? Metallkomponenten. Irgendwer braucht ja Metallkomponenten. Der Fassbauer. Ah ja. Das heißt aber eigentlich, sind ja die Metallringe eigentlich, oder? Ja, Metallkomponenten heißen auch ganz genial. Was weiß denn ich? Frag doch den. Was ist denn das für ein geiles Teil? Hey, lieber Weinbauer. Es wird da gerade einen Kuhn geben, der... Also so ein Kuhn-Anhänger im Sales. Um 55% weniger. Weniger was? Ja, vom Normalpreis. Ich weiß nicht, ob du mit dem was anfangen kannst. Keine Ahnung, jetzt ernte ich ja erstmal. Ja, aber der ist ja zum Abfahren, beziehungsweise du kannst auch düngen damit und du kannst Gärrest oder Gülle damit auch ausbringen. Oder diesen Weinschrott und diesen Olivenschrott oder was das sein sollte. Brauchst das Teil? Im Moment nicht. Jetzt versuche ich hier gerade mal mich hier als Erntemeister. Genau. Ja, aber jetzt ist es im Angebot. Nicht, dass du nachher hast, hättest du es nicht früher. Warum hast du es nicht früher gesagt? Genossenschaft, wo ist die denn? Die ist ganz unten rechts oder links. Hm? Rechts. Bei Feld 45, 44, 43. Die ist voll cool. Das war das, wo ich es euch beim letzten Mal gesagt habe, dass das so ganz genial ist. Na dann. Auf geht's, auf und da geht's noch. So, ich möchte mal behaupten, ich habe keine Arbeit. Dann schauen wir mal, ob wir was machen können. Probieren. Ich habe genug Arbeit. Zählt beim Flügen der Tiefenlockerer dazu? Eigentlich ja. Schon. An sich schon. Sollte. Ist sogar angeblich umweltschonender als der Flug. Dann machen wir, was ist ein Feld 44? Wie groß ist denn das? Ah ne, bei Aufträgen musst du flügen. Da nimmt er das nicht als Flug an. Und beim Grobern auch nicht, oder? Ein Grobern nimmt er auch nicht das in tiefen Locker an. Das weiß ich jetzt nicht. Ich hab dann immer den Grobern genommen. Hm. Also ja. Aufträge muss tatsächlich wirklich flügen. Na. Hey, es gibt nur Erntaufträge, Kartoffeln, Zuckerrüben. Wobei auf der anderen Seite, ich glaube, das werde ich machen. Da bleibt ja was übrig, du brauchst ja Kartoffeln. Genau, deswegen. Macht ja Sinn für dich. Mhm. Nur dazu gibt es dann Vollernte dazu. Bei Feld 36. Genau. Den wollte ich mir auch noch schnappen, aber... Zu spät. Ja, egal. Ich brauch Kartoffeln, du brauchst ja keine. Naja, ich wollte die dir verkaufen. Tja. Hi, Max ist da. Hallo.
Und soll ich wieder was sagen? Mhm. Ich war schneller. Das ist in Ordnung. Was ist denn da? Auskipper? Der Auskipper? Ich fahre hier mit diesem komischen Ernter jetzt über die Reben und ich habe jetzt auch irgendwie Wein in meinem Tank, aber da hängen immer noch Reben dran. Wie oft kann ich das denn ernten? Dreimal eigentlich? Ich glaube, das sind bloß die Reste. Sein? Ich glaube, das sind nur Reste, die da noch dranhängen. Das sind die Fauligen, die nicht mitgenommen hat. Nee, so manche Reben, die sind danach dann leer und manche, da hängen die noch dran. Muss man da bei den beim Wein nicht danach noch das nachschneiden? Ich glaube, da schneide ich das dann zurück. Ja, aber die Trauben müssten doch ab sein. Vor allem an manchen Reben sind die Trauben halt ab und an manchen nicht. Und ansonsten wäre der Ertrag hier auch echt mau einfach. Ich weiß es nicht. Genau. Kann auch sein, dass es ein kleiner Fehler auf der Karte ist, dass er nicht alle erkennt, dass du die geerntet hast. So. Was das gibt hier. Und das Gasthaus schwarzes Schaf. Ne, ich bin jetzt mal ausgestiegen und längst gerannt, jetzt sind alle weg. Ja, da hat er den, da hat das nicht richtig durchgeladen. Weiß irgendwer, wo das Gasthaus zum schwarzen Schaf ist? Bei mir. Ah ja. Ja, da macht schon Sinn, wenn ich mal meinen Anhänger will. Wie ich doch immer das schwarze Schaf in der Familie bin. Also. Hat ein bisschen was gebracht, sehr gut. Naja, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Hey, Max ist da, vielen Dank für dein Lob. Wir was, tun unser Bestes. Ja, Max ist da, du kannst meint, gerne wir mittun. Machen geile Videos. Sehr cool. Das ist dir bis um 9 noch nicht so gut, aber zumindest angucken tun uns einige inzwischen. Was läuft nicht so gut? Livestreams. Seine Onlyfans. Ja, das verstehe ich. Wobei. Ach, das streamst du nicht auf Onlyfans? Doch. Nebenbei mache nehme ich Strip-Poker. Ehrlich? Ja, natürlich. Da müsst ihr da reingucken, meine Lieben. Lass euch das nicht. Nee, ich wollte noch mein Augenlicht behalten. Das ist ja auch kein Thema, da zahlen die Leute auch dafür, dass sie die Büchse anbehält. Genau, um das geht's ja. Lass sie an, ich gebe auch was, aber lass sie an. Genau, ich drohe ihnen an, das waren sie nicht zahlen, dass ich sie ausziehe. Ja, ist eine neue Technik. Du, ja, hallo. Du musst marktwirtschaftlich denken. Marktwirtschaftlich? Je mehr, dass ihr auch marktwirtschaftlich, mehr. Ich habe jetzt hier 3 Reihen durch und habe nicht mal 500 Liter Weintrauben. Ich meine, davon bleibt ja noch ein Trester übrig. Das reicht ja nicht mal für ein Fass. Hast du Weißwein oder Rotwein? Das Rotwein. Rotwein? Ich weiß es nicht. Ich würde mal nur abwarten, weil ich glaube, du hast ja immer die ersten. Ist ja im Richtigen so, dass die ersten 2 Jahre ganz schlechter Ertrag sind und je größer sie dann werden, umso besser sind es dann. Ne? Das sagt man eigentlich, ja. Also das heißt, es kann sein, dass die ersten 2 Jahre relativ magerer Ertrag ist. Du spielst auch Simulator 22? Ja, er macht auch unheimlich viel Laune, Maxi. Er macht unheimlich viel Laune, macht Spaß und ja, wir sind natürlich auch immer noch auf der Suche nach dem einen oder anderen, der Lust hat, hier mal mitzumachen. Ja, aber ich, meine Lieben, bedanke mich bei euch ganz herzlich für diese Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, das war wieder eine weitere hier auf der Land of Italy von der Familie Raffzahn. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.